Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute werden wir wieder mal eine vegane Variante ausprobieren. Die unter euch, die ab und zu mal bei mir reinschauen, wissen, dass mein Sohn nicht wirklich vegan ist, aber durch seine vielen Lebensmittelallergien tatsächlich sich vegan teilweise ernähren muss. Und deswegen werde ich euch heute zeigen, wie wir unseren Parmesan ersetzen. Das heißt, also wenn ihr Nudeln habt, also dafür nehmen wir es am allerliebsten, Nudeln mit Soße da drüber streuen oder halt da, wo ihr gern so einen Parmesan-Geschmack dabei haben möchtet. Also wie gesagt, es ist kein Parmesan, auch kein Pecorino, sondern die vegane Alternative. Aber uns schmeckt es sehr gut, kommt sehr nah dran. Das heißt, wir als Nicht-Veganer oder Nicht-Allergiker essen das tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Vielleicht ist es auch was für euch, denn es ist ein super einfaches Rezept. Ihr wisst, ich liebe das. Genau, und deswegen möchte ich euch das zeigen. Es geht wirklich ratzi-fatzi und die Haltbarkeit ist auch sehr hoch. Das heißt, wenn ihr fertig seid mit eurem veganen Käse, veganen Parmesan, dann macht ihr das einfach in ein Glas rein und hebt es im Kühlschrank auf. So, lang genug gequatscht, jetzt wollen wir kulinarisch aktiv werden. Und zwar braucht ihr diese Zutaten. Wir haben hier 70 Gramm Cashews, also das ist immer so ungefähr, 10 Gramm, also gute 10 Gramm Haferflocken, einen halben Teelöffel Knoblauchgranulat und einen halben Teelöffel Salz. Es ist so ungefähr, probiert das aus, wie es euch am besten schmeckt und dann könnt ihr natürlich variieren. Mehr Salz, weniger Salz, mehr Knoblauch, weniger Knoblauch etc. Und das Ganze geht im Prinzip so einfach. Ihr macht einfach komplett eure Zutaten in den Mixtopf. Ich habe das jetzt schon mal vorab gewogen. Könnt ihr natürlich mit eurem Thermomix wiegen. Und die Gewürze dazu. So. Und das Ganze wird jetzt ganz einfach 8 Sekunden auf der Stufe 8. So, das war's auch schon. Das heißt, euer Käse ist schon fertig. Das lässt sich natürlich auch ganz wunderbar variieren. Ihr könnt zum Beispiel frische Kräuter damit reinmachen, ein bisschen Petersilie oder Bärlauch oder was auch immer ihr ganz gerne mögt. So, das füllt ihr jetzt einfach um in ein Glas eurer Wahl. Obala. Und dadurch, dass das so schnell geht, braucht ihr überhaupt nicht euch einen großen Vorrat anlegen. Ihr habt das gesehen, ratzifatzi, 8 Sekunden und schon habt ihr euren Käse fertig. Also wie gesagt, bei uns wird er eigentlich recht viel benutzt. Da steht immer so ein Glas im Kühlschrank. So, ich hoffe, es war eine Alternative für euch. Vielleicht ernährt ihr euch vegan, vielleicht habt ihr dasselbe Problem wie mein Sohn. Auf jeden Fall finde ich es eine sehr, sehr schöne Sache, dass man nicht auf diesen Geschmack verzichten muss über den Nudeln. Probiert es aus, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie es euch schmeckt. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald hier auf diesem Kanal wieder. Bleibt mir alle schön gesund. Bis dahin, ciao, eure Daniela.